Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von MudRunner im Multiplayer. Heute auf der Map Bergab. Zusammen mit Pascal. Hallo. So, wir haben ja auch die beiden Trucks hier schon mal. Ich werde das gleich so behalten, weil, wenn wir mal auf die Map gucken, wir haben hier nördlich hier im Norden gleich eine Tankstelle sowie eine Werkstatt. Da würde ich einfach mal dann langfahren. Ansonsten haben wir unten rechts in der Ecke ein Sägewerk. Links, beziehungsweise im Westen haben wir eine Holzstation und auch noch ein Sägewerk. Und ganz im Norden, auf Nordwesten, haben wir auch noch mal eine Holzausgabe. Ansonsten, Werkstätte haben wir, glaube ich, nur eine. Das heißt, was hältst du davon, wenn ich zur Werkstatt fahre, das freischalte, umrüste bei der Werkstatt dann zur Holzstation und dann südlich zu dem Sägewerk? Moment, südlich zu dem... Also wenn ich nach das nordwestliche Stammausgabe dort, die Holzstation, und dann nach Süden an der, auf der Westseite das Sägewerk dort runterfahre. Das klingt dann noch ein paar. Also das im Westen drüben, das ganze im Westen drüben. Genau, und da mache ich auch gleich noch die Beobachtungspunkte mit, dann sieht man noch ein bisschen mehr. Aber das ist erstmal jetzt meine Route. Ja, oder dann fahre ich noch zu der. Vorschlag? Dann fahre ich. Ja, ist richtig. Dann fahre ich zur Stammausgabe im Nirvana und dann zum Sägewerk, was bei uns hier um die Ecke ist. Ja, was ich nur gerade noch anmerken wollte, der Moment, wenn du die Karte aufmachst, dezent rauszoomst du erstmal das erste, was du siehst, sind drei Blockstellen um dich herum. Ja, wird mies. Der fühlt sich schon mal direkt dezent verarmt. Okay, na gut, die Fahrzeuge freischalten. Denk an die Fahrzeuge freischalten, das ist auch interessant. Das gibt Erfolge. Ich fahre hier gleich mal. Na wohl, nee, ich habe einen beladenen Truck. Mach du das mal. Oder nee, ich nehme einfach das zweite Fahrzeug dann gleich. Nee, okay. Ja, geht's los, oder? Ja. Also ich rüste jetzt direkt schon mal auf Holz. Ich setze mir hier mal schnell eine Route. Das sollte ja nie so schwer werden. Ich stehe nicht im Werkstatt-Trigger drin, das ist nervig. Oh, sorry. Ich sehe noch nichts, also mach keinen Mist. Ich noch setze ich gerannt. Route. Hä? Noch setze ich Route. Ach so. Ich habe mich nur gerade weggerannt, aus Versehen. Weil ich nicht gelenkt und nicht lenken konnte. Ich drücke mal Escape. Differentialsperre und Lenken ist eh immer so eine Sache, ne? Ich mach die mal kurz aus, die Differentialsperre. Ich habe nie bemerkt, dass das irgendeinen Effekt hat. Ja, Differentialsperre bedeutet ja, also in der Regel ist es so, die Räder tun ja, je nachdem, ob du nach links oder nach rechts lenkst, unnötig schnell drehen, weil würden die gleich schnell drehen, wäre problematisch. Das heißt, die auf der Außenseite sind, also wenn du nach links fährst, dann die rechten Räder, die drehen schneller, einfach weil die ja mehr Weg zurücklegen müssen. Ne? Und wenn du Differentialsperre drin hast, dann bietest du das und dann drehen sich die Räder in beide Richtungen gleich schnell auf beiden Seiten. Und dadurch kannst du um einiges viel schlechter lenken. Ne? Also vor allem auf Asphalt oder so. Während es auf Matsch oder so dir Differentialsperre hilft, mehr Grip zu behalten. Ne? Nein, ich habe natürlich nicht vergessen, mein Lenkrad anzuschließen. Sieht nur so aus. Vor allem, es sieht aus. Neu, so viel die Zuschauer uns ja auch sehen, ja. Ja. So, okay. Funktioniert es denn wenigstens beim ersten Mal? Nein. Null. Hey, cool, wir haben so ein Ersatzrad standardmäßig anmontiert, das ist ja krass. Ja, das ist so cool eigentlich. So, jetzt kann ich montieren. Gut, dann Route setzen auch für mich. Du bist noch immer nicht weg. Ach ja, Lenkrad will nicht. Ist zwar angeschlossen, aber MudRunner erkennt's nicht. Ist doch Mist. Cool. Ja, echt cool. Ich kann ja gar keine Route richtig setzen. Ich muss ja einfach hier irgendwie an dem Beobachtungspunkt hier bestenfalls vorbeikommen und dann hier zur Holzstation mich begeben. Vielleicht komme ich auch hier oben an dem Beobachtungspunkt zwangsläufig vorbei, je nachdem, wie wir halt fahren.
kann. Gut, ich bin nochmal weg. Du noch viel Spaß mit deinem Lenkrad. Lenkrad ansonsten, will nicht. Muss mit Joystick fahren. Ja, Joystick. Schauen wir mal bis zur nächsten Aufnahmesession, ob das Lenkrad wieder funktionieren will. Toll. Ich muss jetzt umkehren, sonst wenn ich den Joystick nach hinten ziehe, dann fährt er vorwärts. Ein bisschen Flugsimulator, die like. Ja, so wie das Lenkrad eigentlich auch. Halt, Lenkung will nicht. Technik, die begeistert. So, X. Danke. Danke. Da muss ich sehr feinfühlig sein. Können sich meine Beine heute mal entspannen. Also ich hab gar nicht so schlecht mit Joystick zu fahren. Ich sag, okay, ich bin noch auf der Straße, ja. Ja, wenn du da bist, wo ich jetzt gerade bin, sieht es anders aus wahrscheinlich. Aber die Map heißt ja auch bergab. Das heißt, es wird auf jeden Fall noch. Aber das siehst du auch, wenn du da nach Norden gehst, guck mal, im Norden ist ein riesiger Abhang, da wo du jetzt gerade langfährst. Da geht's ja, hier geht's ordentlich bergab. Ich sehe es, du gerade scheinbar bist auf der Karte. Du wirklich so ausgebrochen bist. Dein Pfeil. Deswegen, ich fahre ja auf dem ebenen Gelände, aber bei dir, da geht's ja bergab. So eine schöne Senke da an der Front. Ist noch alles dran? Das war eine schlechte Idee, schlechte Idee. Der Drift-Profi. Ja, nee, Gelenk eingeknickt und Hänger ist weitergefahren, aber Truck nicht. Ich hab mich festgefahren, weil so ein Baumstamm vor mir liegt, den meine Räder nicht überqueren wollten. Jetzt bin ich wieder eingegraben. Aume mich hier von Winde zu Winde. Na, so schlimm ist bei mir nicht. Ja, ich gerade schon, hier ist aber nur extrem weicher Schlamm, auf dem ich gerade fahre. Also man sieht richtig, wie der Schlamm ordentlich nachgibt, wenn ich drüber fahre. Ich tue jetzt meine Maus an meine linke Hand, weil ich Joystick mit der rechten, das traue ich mir jetzt nicht zu. Links die Maus steuern, Junge. Ich hab rechts den Joystick. Es geht nicht anders. Und irgendwie muss ich die Kamera bewegen, sonst wird's so Grütze. Gut, das Problem ist aber auch bei mir, mit Fahren, ich tue aktuell nur mit der linken Hand mein Lenkrad bedienen, wobei mir mit beiden Händen lieber wäre, aber ich muss die ganze Zeit auch die Maus bedienen. Naja, das ist bei mir das Problem. Nach links und rechts schauen muss. Das ist bei mir das Problem. Sonst bei anderen Spielen muss ich nicht nach links und rechts schauen, das heißt, da ist mit dem Lenkrad jetzt nicht so schlimm oder nicht so exzessiv nach links und rechts schauen. Aber das Ding ist, den Joystick, den kann ich halt nicht mit der linken Hand bedienen. Erstens ist es ein Rechtshänder-Joystick, das heißt, du kannst sowieso nicht ordentlich anfassen mit links. Und zweitens habe ich den hier auch nur auf der rechten Seite stehen und das ist ein bisschen. Es geht bergab. Ja, oh, was für ein Wortwitz, Alter. Oh Mann. Eieiei. Kapiert? Wegen dem Map-Namen und der Werkstatt. Es geht bergab. Ja, egal. Ich habe gerade nichts kapiert. Ist auch egal. Es war ein schlechter Wortwitz. Wie viel Punkte sollte ich mitnehmen? Sollte ich einen ganzen Trailer machen? Ich würde sagen, machen wir wieder die bewährte Taktik mit du machst 3 Einheiten. Ich würde sagen, einfach jeder tut die beiden Sägewerke. Es sind ja 2, die wir haben, richtig? Dass jedes Sägewerk einmal beliefert von uns beiden. Okay. Das würde ich jetzt erstmal anstreben. Oder, hä? Ich finde gerade keine Sägewerke, bin ich blöd? Ganz links an der Seite und. Genau, da ist ein Sägewerk. Und das zweite ist ja, und das zweite ist da, wo du hinfährst. Oh, bin nur blind. Gut.
Ich habe den Radlader freigeschaltet. Wo muss ich eigentlich lang? Das sollte ich erst nachschauen. Irgendwo durchs Nirvana. Oh, ich dachte, es wäre ein Weg. Aber mit dem kleinen Finger den Trackball zu benutzen, ist schwierig. Ich dachte, das wäre ein Weg, aber das ist einfach nur eine... Gerade. Ah, egal, ich muss eh hier abbiegen. Also fahre ich am Feld vorbei und... Also entschuldigst, wenn ich mich etwas gerade schlimm anstelle mit der Maus. Aber steuert mal mit einem Trackball mit eurem kleinen Finger. Und ja, dann... Tobi, gehört diesen gestörten Leuten Trackball. Das ist ach, an sich auch nicht schlimm mit dem Platz Feld hier. Oh, sind Kürbisse. Der Beobachtungspunkt liegt doch mitten auf dem Feld. Trackball-Mäuse sind platzsparend. Und ich habe nicht so viel Platz. Ach, Tobi, ich frage gerade über ein Kürbisfeld. Es gibt alle zwei Meter Platsch. Ich habe auch eine Challenge gemacht und da musste ich einen Kürbis zermatschen. Die zweite Challenge ist es, glaube ich. Da ich glaube, da gab es irgendwie so eine Challenge auch. Hast kalt was erreicht? So, jetzt darf ich mal wieder wenden. Und dann würde ich wahrscheinlich wieder zurückfahren von da, wo ich hergekommen bin. Weil ich glaube, hier lang weiter führt der Weg nicht. Und durch den Wald möchte ich mich mit Anhänger nicht durchquetschen. Schlechte Erfahrungswerte. Ja. Na, aber mir liegt jetzt viel Holz auch im Schlamm auch. Und es wird wässrig. Und cool, Discord lädt wieder ab und zu neu anscheinend. Läuft. War das jetzt auf Discord bezogen oder eine allgemeine Aussage, dass es läuft wieder? Auf Discord. Okay. Meine Frage hat keinen Sinn ergeben. Egal. Langfahren muss ungefähr zumindest. Man kennt so ein bisschen den Weg, ne? Wo das Braun so mehr ist. Nö, ich erkenne jetzt auf der Karte mal, wo ich langfahren muss. Das meinte ich. Nee, ich meinte im Wasser hier. Weil ich Beobachtungspunktrad freigeschaltet habe. Was man hier bei mir sieht, meinte ich. Hier bei meinem Spiel. Ach so. Oh Gott. Dezente Rechts-Links-Verwirrung. Also Links-Rechts-Schwäche. So. Probiert das einfach mal aus. Einfach mal dem Haus in die linke Hand. Beziehungsweise wenn ihr Linkshänder seid, in die rechte. Warum nicht alle Linkshänder steuern die Maus mit der linken Hand? Weil es gibt ja, da bräuchte seine extra Linkshänder-Maus auch. Sonst sind nee, ja, von mir aus. Alle, die normalerweise links die Maus bedienen, nehmen sie jetzt mal in die rechte. Und fahren dann so einen Matschweg hier runter. Sollte vielleicht etwas langsamer fahren. Ja, das ist ach so. Alles abgeholzt. Dass wir mitten durchs Wasser durchfahren. Bäh, weil in der gigantische Pfütze ist und ich habe für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Schieflage. Schieflage bin ich der Experte. Ja, verdammt, der letzte Folge war auch perfekt gewählt. Bobby liegt und ich, wie ich fast umkippe. Das war ja nur die halbe Story. Naja. Aber wie soll ich in ein Bild packen, dass du zweimal umkippst und noch extra anderthalb Stunden? Du machst einmal zwei dazu. So, F1. Das mache ich so gerade mit der rechten Hand. Oh, hier geht's auch bergab, beziehungsweise finde ich gerade am Abhang. So, mal gucken, ob wir die Route noch etwas genauer machen können. Ja, deswegen war es so eine Serpentine auf der Karte angezeigt, weil es einfach ein Serpentinenweg hier ist. Weil es einfach unglaublich hier einen Berg runtergeht. Wieso sollte es nicht, wenn es auf der Karte angezeichnet ist, nicht so sein? Ich habe gerade über ein Steinfeld gefahren und habe dabei 268 Schaden bekommen.
Ich habe bisher null Schaden. Aber ich will mal nicht zu großkotzig sein, weil das habe ich letztes Mal auch gemacht. Jetzt bin ich gerade wieder über 4 Steine drüber gefahren. Alle Steine haben mir nochmal 2-stellig Schaden gegeben. Was ist denn los? Gibt's 330 Steine Schaden. Zu fahren, damit habe ich doch auch schon. Ja, diese mitten auf dem Weg, links und rechts vom Weg sind auch Steine. Auf dem Weg und links und rechts vom Weg waren da Steine. Aber bei mir kommt wieder Matsch hoch vor mir. Hast du das eigentlich letztes auch nochmal gesehen? Ja. Und weiträumig an den Steinen vorbeifahren kann ich auch nicht, weil auf der einen Seite ist der Abhang, auf der anderen Seite geht es sehr stark steil hoch. Versuch, dass die Steine nicht unter dir sind, sondern auf den, da sind, wo du dir den Rädern drüber fährst. Es ist das einfach einzige Schikane, was die Entwickler hier gemacht haben. Naja, das war ihr Auftrag. Merk schon. Bei mir ist einfach nur ein breiter, hügeliger, matschiger, pfützenübersäter und Baumstamm voll gepesteter Weg. So, ich nehme jetzt noch den zweiten Beobachtungspunkt hier mit und dann. Na, ich bieg mal hier ab in den Feldweg. Und dann geht's zur Holzstation, Holzwollen. So, und. Ach! Da ist der Beobachtungspunkt. Ich war gerade, hä, soll ich mich hier reinwagen, weil das ist irgendwie so ein nicht richtiger, aber fast ein richtiger Weg. Wo wir auch sehr viele ein halb richtiger Weg, ja. Aber hier ist direkt der Beobachtungspunkt, deswegen. Jetzt bin ich gerade umgerammt. Nochmal 100 Schaden. Ich mach Popcorn. Hast du ein Ersatzrad dabei? Ja. Stimmt, meinst du, ist automatisch ausgerüstet. Habe ich nur noch 320 Schaden. Ich dachte, du setzt du vielleicht ein, wenn du vollends am Ende bist. Ich kann es auch jetzt einsetzen. Ich habe gerade schon wieder Bange bekommen. Aber diesmal konnte ich es wirklich nicht wissen, weil es Wasser war. Okay, das ist ein tiefer, reißender Fluss hier. Aber ich kann noch nicht rückwärts fahren mit Anhänger. Das heißt, ich muss durch diesen tiefen, reißenden Fluss jetzt hier durch. Ja, ich und fließende Gewässer. Warte mal. Der Karte hier. Ach cool. Da, von da, wo ich gerade bin, führt nicht mein Weg zu der Holzstation. Das heißt, ich muss eh hier durch die Flüsse mich irgendwie quälen. Abseits von jeglichen Wegen, ne? Und ich komme nicht hoch. Gut, das heißt, hätte nicht mal eine andere Wahl. Katastrophe abgewendet. Ich quäle mich gerade flussaufwärts, also. Und ich bin zuerst beim zweiten Ziel angekommen, bevor ich beim ersten war. Ja, je nachdem, wie die Prioritäten liegen. Na, nö, wie die Wege sind. Alter, ich komme hier nicht hoch. Ich komme nicht mehr aus dem Fluss raus. Die Ufer sind zu steil. Entweder ich rutsch runter oder ich grab mich ein. Mehr gibt's für die Ufer hier nicht. So. Bitte lass mich hier durch den Wald kommen. Ansonsten, ich komme dir entgegen. Was war nochmal Licht? O? A. P? A. A, ja. Ich komme hier nicht weiter. Ich werde an Bäume langziehen. Ich hasse es. Komm, hier ist ein Wald nicht ach, durch. Ach, so ein blöder Stein. Ich komme hier nicht durch. Ich wollte mit Drehschemel rückwärts fahren, Alter. Im Wald. Befestige ein Seil am hinteren Ende des Drehschemels und lass ziehen. Hinter mir ist nur Wasser.
dir helfen? Ne, ich glaube, ich krieg's gerade. Ich bin zumindest schon mal raus jetzt gerade so weit. Ich muss jetzt nur hier einmal wenden und einen Alternativboot versuchen. Als die Luft. Ah, hier ist ja richtig Moor. Du machst mir gerade total gute Hoffnung. Dann fahre ich hier lang. Es ist wenig tiefes Wasser, es ist viel Gras dazwischen, das heißt, es ist befestigt. Es ist an sich nicht so schlecht. Na, ich muss auch da lang fahren, wo du bist, also, ja. Um hier zur Holzstation zu kommen. Da hinten ist ein Licht. Ich meine es. Ich bin zu weit weg von dir. Nee, es ist doch eine weiße Stehlaterne. Eine Laterne im Wald oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ich hätte vielleicht vorher mal überlegen sollen, warum ich jetzt genau hier lang fahre und nicht gleichzeitig noch weiterfahren nach vorne und 400 Schaden wegen dem Baum kriegen. Wäre eine Idee. Was mache ich? Ach lol, verschiedene Kameraperspektive. Statt auf Q, B und E zu drücken, habe ich auf 1, 2 und 3 gedrückt. Oh! Ja, der Fluss, der hat steile Hänge. Da hast du recht. Fahren wir rein. So, jetzt will ich hier so ein bisschen durch so eine langgezogene Lichtung durchqueren, um auf den Weg zu kommen, auf dem du gefahren bist. Und um dann zum Sägewerk weiterzukommen. Bitteschön. Ich drücke mal Escape, um auf die Karte zu kommen. Das ist so schlimm. Ah, cool. Ich habe hier noch einen Holztransporter. Den du für mich freigeschaltet hast, wahrscheinlich. Oder? Nee, hast du nicht. Wie kommt der da hin? Ich habe einen Trabi. Abi? Oder ist es ein Trabi? Sieht aus wie einer. Vielleicht blamiere ich mich auch gerade. Ja, Weg. Endlich Weg. Und es geht erstmal steil runter hier in den Weg rein. Geil. Das erste, was ich sehe, ist Wasser. Ich hole jetzt mit diesem Trabi dieses Fahrzeug da. Zu dem Sägewerk, was hier ich habe mich gerade nicht. Das Sägewerk, was unten im Südosten ist, da muss ich dann hier unten lang fahren, weil ich hier nicht lang kann wegen den Blockstellen. Dann kann ich dann aber auf dem Rückweg dann hier an der Werkstatt vorbeifahren, da noch zu parkieren. Das heißt, die Tanke hier nehme ich auch auf jeden Fall nochmal mit. Oh, den Trabi, den kann man schon nicht fahren, wenn du auf der Straße bist. Das klingt ja nett. Ich schaff das. Rum. Nee. Warum gibt's solche Autos, ey? Hier auf den Mudrunner. Vielleicht braucht man die ja zu. Irgendwas. Nee, ich glaube nicht. Ich fahre abseits vom Matsch im Wald. Lässt sich's besser fahren. Das Recht ist richtig, richtiges Moor. Überall Wasser und Gras.
zwischen hier dieser überflutete Weg. Nicht eingraben. Ah, danke für das Auto, Gerne was du für doch. mich freigeschaltet hast. Ich habe da so einen. Ah, Tanker. So, ich habe noch knapp 80 Liter. Naja, aber zur Tankstelle soll ich damit auf jeden Fall noch kommen. Das actually ganz cool. Oh, man kommt durch das Moor hier eigentlich relativ Der gut hat ja. durch. Sag mal, täuscht mich das? Oder habe ich hier den gleichen? Nee, okay, ich habe ja den gleichen, okay. Was brauche ich? Ersatzrad und Ladefläche, ne? Ja. Okay, ich kann keinen Ersatzrad nehmen, wenn ich die Ladefläche nehmen will. Wohl noch Anhänger, aber keine Ein Ladefläche. kurzer Holzanhänger, ja. Nee, lieber nicht. Da ist es mir lieber, wenn das Holz, das Gewicht dann gleich da ist. Als dass mich doch irgendein Anhänger runterzieht. Was habe ich mir hier Wo für einen muss ich Gegner schon lang? ausgesucht? Oder nehme ich denn doch einfach das Ding weiter? Dann ist halt keine Werkstatt. Frage ich mich auch gerade, Pascal, was du da ausgesucht hast. Jetzt war in meinen Augen der sinnvollste Weg, um zum Holzstationsgedöns zu kommen. Es sah auf dem Bild, auf der Karte wie ein Weg aus. In der Realität ist es aber nur so eine kleine enge Schneise durch Bäume hindurch. Ich versuche mal da lang zu fahren, wo du lang gefahren bist. Ich lang gefahren. Na, über den Fluss. Hier ist wieder baumfrei. Hier kann ich wieder fahren. Auch wenn es kein Weg ist, sondern einfach nur eine Schneise. Komm, zieh! Das denke ich mir auch gerade bei meinem. Geht doch. Bin durch. Ich habe so gut wie geschafft. Er ist da. Du bist ja auch hier. Moin. Wo soll ich denn sonst sein? Ah, du hast jetzt schon deine zweite Fuhre Holz, ja, ne? Juhu. Ah, dann kannst du noch ein bisschen mehr Holz laden, dann. Wenn ich zu lange brauche. So wie letztes Mal, ja. Oh, gut, ich würde sagen, wir sollten aufhören mit der ersten Folge, oder Tobi? Es ist an der Jo, können wir Zeit. machen. Den Rest Jo. gibt es dann in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, je nachdem, wie geschickt wir uns anstellen. Der letzten Map wollten wir auch einen Speedrun machen, was dann nur semi geklappt hat. Genau, wir verabschieden uns auf jeden Fall und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!